Ehestreit. Die Frau beschwert sich voll und sagt, ey, ich bin den ganzen Tag am Kochen, am Bügeln, am Waschen, am Putzen. Ich komme mir vor wie Aschenputtel. Sagt der Mann, ich habe doch gesagt, Ehe mit mir wird wie ein Märchen. Ein Mann meldet bei der Polizei den Diebstahl seiner Kreditkarte. Sagt der Polizist, warum melden Sie den Diebstahl so spät? Sagt der Mann, ja, der Dieb gibt weniger aus als meine Ehefrau. Und dann sagt der Polizist, ja, warum melden Sie dann den Diebstahl jetzt? Sagt der Typ, ich glaube, die Ehefrau des Diebes benutzt meine Karte. Nach einer erfolgreichen, lebensgefährlichen Operation wacht der Mann auf, sieht seine Frau neben sich. Ja? Guckt ihn tief in die Augen und sagt, Baby, weißt du was? Guck mal, als ich damals meinen Job verloren habe, standst du hinter mir. Als ich pleite gegangen bin mit meiner eigenen Firma, standst du hinter mir. Und jetzt, wo ich richtig krank geworden bin und fast gestorben wäre, warst du bei meiner Seite. Soll ich dir was sagen? Sagt die, ja was, Schatz? Sagt er, ich glaube, du hast Pech. In den USA geht ein Mann ins Geschäft und sagt, ich hätte gerne ein Gewehr mit einem Laservisier und 14.000 Kugeln und eine Packung Penicillin. Sagt der Verkäufer, Penicillin kann ich Ihnen ein Rezept nicht verkaufen. Ein Mann ist sehr aufgebracht. Ein Mann ist sehr aufgebracht wegen den Rundfunkgebühren. Geht zur Stadtverwaltung und sagt, ey, hören Sie mal zu, warum berechnen Sie mir Rundfunkgebühren? Ich gucke kein Fernsehen. Sagt der Typ in der Stadtverwaltung, ja, aber Sie haben das Gerät dafür. Sagt der Typ, aha, kriege ich Kindergeld? Sagt der Typ, nö, Sie haben keine Kinder. Sagt der Typ, ja, aber ich habe das Gerät dafür. Warum kann man den Himmel schlecht verstehen? Weil er immer blau ist. Ein kleiner Junge hilft einer Nonne über die Straße. Hat er mir geholfen und bedankt sich die Nonne und sagt, vielen lieben Dank. Sagt der kleine Junge, kein Problem. Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Ein kleiner Junge steigt in den Bus ein. Ja? Er sucht nach einem Platz, sieht einen leeren Platz neben der Oma. Ja? Eine Oma sitzt schon da, eine ältere Dame. Er will sich da hinsetzen, sieht, dass auf dem leeren Platz eine Tüte ist. Er will sich da hinsetzen, sagt die Oma, Vorsicht, junger Mann, die Eier. Ja? Sagt der Typ, sagt der kleine Junge, wieso haben Sie Eier in der Tüte? Sagt die Oma, nein, Stacheldraht. Warum haben Frauen eine Gehirnzelle mehr als Pferde? Damit sie beim Putzen nicht aus dem Eimer saufen. Treffen sich zwei alte Schulkameraden, eine Frau und ein Mann. Sagt der Mann zu der Frau, ey, sag mal, du hast echt einen dicken Bauch bekommen. Sagt die Frau, das ist kein dicker Bauch, da ist ein Baby drin. Sagt der Mann, hast du dein Baby denn gerne? Sagt die Frau, ja. Sagt der Mann, warum hast du es dann gegessen? Der ist so sinnlos, dieser Witz. Was essen Börsenmakler zu Weihnachten? Spekulatius. Was macht man, wenn ein Baby die ganze Zeit im Kreis krabbelt? Man nagelt doch die zweite Hand fest. Fritz steigt in den Bus ein. Sagt der Busfahrer, wie alt bist du? Sagt der Fritz, 8 Jahre. Sagt der Busfahrer, wenn der Kontrolleur kommt, sagt, dass du 7 bist, dann kannst du umsonst fahren. Sagt der Fritz, okay. Als er im Bus sitzt, kommt irgendwann der Kontrolleur. Sagt er zu Fritz, wie alt bist du? Sagt Fritz, 7. Sagt der Kontrolleur, und wann wirst du 8? Sagt Fritz, gleich, wenn ich aussteige. Warum spielen Araber kein Schach?
weil sich die Dame frei bewegen darf. Was ist der Unterschied zwischen einer Schlange und einem Stau? Beim Stau ist das Arschloch vorne. Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine zum anderen: Du, ich muss dir was erzählen. Meine Frau wollte letztens Kartoffeln kochen. Die hat sogar das Wasser schon aufgesetzt, ja, es heiß gemacht. Dann ist sie in den Keller gegangen, um Kartoffeln hochzuholen. Während sie den Keller runtergegangen ist, ist sie die Treppe runtergefallen und hat sich beide Beine gebrochen. Sagt der andere: Boah, was hast du dann gemacht? Sagt der Typ: Ihr Nudeln. Kommt ein Typ in eine Bar rein und schreit: Alle Politiker sind Arschlöcher. Sagt einer: Ey, beleidigen Sie mich bitte nicht. Sagt der Typ: Warum sind Sie Politiker? Sagt er: Nein, Arschloch. Warum legt eine Blondine ihren PC auf den Boden? Oder warum stellt eine Blondine ihren PC auf den Boden? Damit er nicht abstürzen kann. Weiter. Klopf, klopf. Wer ist da? Die Liebe deines Lebens. Glaube ich nicht, Bier kann nicht sprechen. Ein Patient geht zum Arzt und sagt zum Arzt: Herr Doktor, ich hatte seit Tagen keinen Stuhl. Sagt der Arzt: Hier, bitte setzen Sie sich erstmal. Geht eine Frau zum Schönheitschirurgen und sagt: Herr Doktor, können Sie mich im Gesicht verschönern? Sagt der Arzt: Tut mir leid, der Enthauptungen nehmen wir nicht vor. Ein Patient geht zum Arzt und sagt zum Arzt: Herr Doktor, ich hatte seit Tagen keinen Stuhl. Sagt der Arzt: Hier, bitte setzen Sie sich erstmal. Geht eine Frau zum Schönheitschirurgen und sagt: Herr Doktor, können Sie mich im Gesicht verschönern? Sagt der Arzt: Tut mir leid, der Enthauptungen nehmen wir nicht vor. Kommt ein Typ in eine Bar rein und schreit: Alle Politiker sind Arschlöcher. Sagt einer: Ey, beleidigen Sie mich bitte nicht. Sagt der Typ: Warum sind Sie Politiker? Sagt er: Nein, Arschloch. Warum legt eine Blondine ihren PC auf den Boden? Oder warum stellt eine Blondine ihren PC auf den Boden? Damit er nicht abstürzen kann. Weiter. Klopf, klopf. Wer ist da? Die Liebe deines Lebens. Glaub ich nicht, Bier kann nicht sprechen. Unterhalten sich zwei Kollegen, Freunde. Was weiß ich, zwei Kollegen unterhalten sich. Sagt der eine zum anderen: Du, ich hab mir ein Pferd gekauft. Ja? Das frisst wie ein Schwein, säuft wie eine Kuh und lässt mich nicht reiten. Sagt der andere: Kommt ein Pferd aus Wien? Sagt der andere: Nein, wie kommst du darauf? Sagt der andere wieder: Meine Frau kommt von dort. Warum trinkt eine Blondine ihren Orangensaft immer im Laden? Weil da drauf steht: Hier öffnen. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einer Ente? Der Mann kackt auf dem Klo, nicht auf dem Hof. Merken wir schon mal, dass der nicht gut ankommt, aber ich habe ja noch einen. So. Was ist blau und steht hinter einem Baum? Ein rotes Fahrrad. Wie nennt man ein Fernglas auf Polnisch? Kuklinski. Ich lach nur, weil der so scheiße ist. Eben. Ich will dann auch nicht lachen, nur weil du lachst. Korrekt. Wohin
geht Pinocchio, wenn er krank ist, zum Holznasenohrarzt. Was macht ein Ofen, wenn er sauer ist? Er ist auf 180. Was ist das wärmste Körperteil an einem Hai? Die Heizung. Eine alte Dame wird im Gerichtssaal in den Zeugenstand gerufen. Ja? Fragt der Rechtsanwalt die alte Dame, kennen Sie mich? Sagt die alte Dame, ja, ich kenne dich. Ja? Du bist der größte Lügner und eine linke Bazille. Du hast alle deine Freunde betrogen und hast sogar deine Ehefrau mit ihrer besten, du hast mit der besten Freundin deiner Ehefrau sogar geschlafen und die hat sich dann von dir scheiden lassen. Der Rechtsanwalt ist komplett total geschockt. Der weiß gar nicht mehr, was er sagen soll und ist baff. Und man sieht in seinem Gesicht, dass die Geschichte stimmt. Ja? Dann sagt der Rechtsanwalt, kennen Sie den Staatsanwalt? Sagt die alte Dame, ja, ich war die Babysitterin von ihm. Er war schon immer ein Feigling, ja. Später ist er sogar ein Alkoholiker und ein Kokser geworden. Der Staatsanwalt ist voll geschockt, ja. Der Richter haut dreimal mit dem Hammer aufs Pult, auf, ja. Baf, 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 ruft den Staatsanwalt und den Rechtsanwalt nach vorne und sagt, ey, hört mal zu, weh, fragt die alte Dame nach mir. Okay. Ein Typ fährt über die Landstraße, ja? Irgendwann überfährt er aus Versehen ein Huhn. Ja? Neben der Landstraße, wo er das Huhn überfahren hat, sieht er den Bauernhof. Er denkt sich, boah, das Hühnchen hat bestimmt dem Bauern da gehört. Ja? Er nimmt das platte Huhn, geht zum Bauernhof, klopft. Der Bauer macht die Tür auf, sagt er, entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe Ihr Huhn überfahren und hält das dem hin. Guckt der Bauer das Huhn an und sagt, nee, so platte Hühner habe ich nicht. Eine alte Dame fährt ständig mit dem Bus, ja? Eine Oma, eine ältere Dame, fährt regelmäßig mit dem Bus. Immer wenn sie in den Bus steigt, schenkt sie dem Busfahrer so eine Tüte voller Nüsse. Irgendwann fragt der Busfahrer sie aber und sagt, entschuldigen Sie, wie komme ich zu der Ehre, warum schenken Sie mir immer eine Tüte, jeden Tag eine Tüte voller Nüsse? Sagt die Oma, ach wissen Sie, ich esse so gerne Toffifee, aber in meinem Alltag kann ich die Nüsse nicht mehr kauen. Zwei Straßenbauarbeiter stehen am Rand, ja? Der eine schaufelt die ganze Zeit ein Loch auf, ja? Der andere schaufelt das Loch wieder zu. Kommt irgendwann ein Passant vorbei und sagt, ey, was macht ihr da? Sagt einer Bauarbeiter, weißt du, eigentlich sind wir zu dritt, aber der die Bäume einpflanzt, der ist heute nicht da. Guck mal bitte. Zwei Männer gehen wandern. Irgendwann laufen die an einer Wiese vorbei. Sagt der eine zum anderen, hier habe ich das erste Mal Liebe gemacht. Dann laufen die ein bisschen weiter, sagt er wieder, und hier standen ihre Eltern. Sagt der andere, was haben die denn gesagt? Sagt der Typ, nee.